Der Fachverband Biogas hat in Kooperation mit den anderen erneuerbaren Energieverbänden Solar, Wind, Wasser und Geothermie einen Unterrichtsfilm über regenerative Energien produziert. Am 27. Februar hatte der Film im Münchner Monopolkino in Anwesenheit des Hauptdarstellers Georg Hackel und des Regisseurs Matthias Horbelt nun seine Leinwandpremiere. Wir müssen ran an die junge Generation und deshalb haben wir gesagt, wir müssen auch irgendwie Schulen was anbieten können, dass die Lehrer den Kindern vorführen, plastisch vor Augen führen, wie wichtig regenerative Energien für ihre Zukunft sind. Das ist echt toll, was wir aus der Sonne Energie gewinnen können. Wahnsinn. Ja, Schorsch, das klingt jetzt zunächst mal alles ganz super. Aber was machst du nachts? Oder was machst du an trüben grauen Novembertagen? Bei den anwesenden Gästen und Journalisten stieß der Film durchweg auf positive Resonanz. So, dass die Schüler sich damit identifizieren können, dass sie vielleicht selber auch mit ihren Eltern oder Lehrern schon diskutiert haben, wie kann man da was ändern an der Energiegewinnung. Und es ist schön knackig auf den Punkt gebracht. Boah, ist das eine geile Aussicht hier oben. Das ist ja Wahnsinn. Schau mal da hinten, da sieht man die Autobahn und... Schorsch, aber du wolltest doch den Generator anschalten. Ach, ja, stimmt. Also wir haben, ich glaube, den Schnitt durch die Gesellschaft, dass für manche das wichtig ist, für manche weniger wichtig, haben wir auch an der Schule. Und wir sind jetzt gerade dabei, bei uns in der Schule auch was aufzuziehen. Also wir haben eine AG Nachhaltigkeit gegründet. Und also da zeigt sich schon, dass immer mehr Schüler da Interesse haben. Die Kernaussage meines Erachtens ist, dass es so, wie wir momentan jetzt hier leben, nicht mehr lange weitergeht. Aber die Kernaussage ist auch, dass es Lösungen gibt. Und das ist das Positive und das Anspornende für die Zukunft dabei. Der Film ist per Stream, Download oder als kostenlose DVD beim Fachverband Biogas erhältlich. Die dazugehörigen Adressen finden Sie in der Infobox unter dem Video.